Was ist das denn? Notlicht, oder? Wahrscheinlich. Die Fenster sehen verdammt danach aus, als ob irgendwann mal was durchkommen dürfte durch die. Okay, hier hinten ist wahrscheinlich zu, nehme ich an. Verschlossen. Große Überraschung. Ein Kartenlesegerät. Genau deswegen hatte ich die Vermutung. Tür öffnet sich sicher, wenn ich die richtige Karte haben. Die Leiche dieses Zugmitarbeiters wurde brutal zerrissen. Er hält etwas fest. Ein Zugschlüssel für uns. Oh. Billy Cohen. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You're with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around, so I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Mensch, da kommt wirklich jemand durchs Fenster. Edward, are you all right? What happened? It's worse than we can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and monsters. Zombies and monsters. Yay, Hunde, ich liebe es. Oh, klasse. Na, super. Oh. Ah, verpiss dich, du Vieh. Komm schon. Oh, was, der lebt noch? Ich dachte, der ist schon hinüber. Lass mich in Ruhe. Haben wir es endlich? Das waren zwei. Mann. Ja, schön, dass wir auch direkt ein Achievement gekriegt haben dafür. Ja, Richard sieht nicht so gut aus. Ich glaube, der sieht so aus, als ob er sich auch verwandeln dürfte. Richard, sage ich schon. Edward. Wie komme ich denn auf Richard? Keine Ahnung. Edward, vor ein paar Stunden warst du noch so glücklich. Er hält etwas fest. Money. Sehr gut, schön, dass ich ihn untersucht habe. Ja, ich hoffe mal, er verwandelt sich nicht, aber die Fenster, die waren so offensichtlich dafür gemacht, dass irgendwas durchkommt. Gut, wir müssen mal schauen. Es kann sein, dass ich mich erst daran gewöhnen muss, dass wir auch mal irgendwelche Viecher links liegen lassen müssen. Ich mache das bloß äußerst ungern, weil ich nicht gut darin bin, den Viechern auszuweichen. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Auf der Tür steht Zugführerbüro. Aber wir haben ja einen Schlüssel, den sollten wir uns vielleicht mal näher anschauen. Auf dem Schild steht Speisewagen. Ah. Und damit ist es jetzt auch der Speisewagenschlüssel. Es ist also wie im ersten Teil, wir müssen die Schlüssel untersuchen, um genau herauszufinden, wofür sie eigentlich sind. Ich muss sagen, an Edward kann ich mich nicht erinnern. Die Leiche ist von Bissspuren übersät. Ja, er hat sich wahrscheinlich mit den Freunden hier angelegt. Gut, hierhin werde ich dann so schnell jetzt, glaube ich, auch nicht zurückkehren. Höchstens zum Speichern, natürlich. Ich glaube, ich mache das dann jetzt doch mal. Ich meine, an sich haben wir noch nichts erreicht und ich war so unfähig, mein Heilkraut jetzt gleich wieder... Habe ich das jetzt schon benutzt? Ne, ich habe es noch nicht benutzt, ne? Aber im Prinzip... Doch, ich habe es schon benutzt, ja. Mein Heilkraut gleich zu benutzen hier. Benutzen zu müssen. Sagen wir es so. Aber was willst du machen? Bevor ich dann nochmal von vorne anfange, wenn ich hier zerfleischt werde. Achso, ich muss wahrscheinlich. So? Nein. Jetzt hat sie die Schreibmaschine auch erkannt. Das ist schön. Gut, da speichern wir lieber doch mal. Angesichts der Tatsache, dass ich halt auch überhaupt keine Ahnung habe, was so auf uns zukommt.
mache ich das lieber einmal öfter als zu wenig. So, da können wir auch gleich mal schauen, ob jetzt hier dauerhaft irgendwelche Viecher auftauchen. Scheinbar nicht. Okay. Dann also zurück zum Speisewagen. Neue Fahrgäste dazugekommen? Nein, hier ist Ruhe, das ist sehr schön. Ich bin erfreut. Gut, dann gehen wir auch gleich mal durch und schauen uns den neuen Bereich an, den wir jetzt betrachten können. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cullen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ja, was das Töten angeht, das scheint ja bei ihm ein bisschen anders gewesen zu sein, als man das vermutet. Denn... Oh, hallo! Wo kommst du denn her? Dass hier jeder aber auch mal aufstehen muss. Lauf. Mensch, da steckt aber noch viel weg, nachdem er schon mal umgefallen ist. War es das jetzt? Ja, jetzt fängt er an zu zucken, das sollte es gewesen sein. Kann ich denn hier eigentlich in die Ritzen reingehen? Nee, ne? Schade, also ich hätte gern mal hier geschaut, ob es da irgendwelche Mitbringsel für uns gibt. Aber offenbar dann eher nicht so. Jedenfalls haben wir den Speisewagenschlüssel verwendet, den wir natürlich nicht mehr brauchen und wegwerfen und können uns hiervon mal umschauen. Gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Herzlichen Glückwunsch, der Typ ist so 90er, auch mit seinem Tribal Tattoo auf dem rechten Arm. Unfassbar. Ich nehme an, hier unten geht's nicht lang? Sieht aus wie eine automatische Tür. Sie lässt sich nicht öffnen, weil es keinen Strom gibt. Alles klar. So, na dann, auf nach oben, aber erstmal lesen wir, was es hier Schönes gibt für uns. Hinweis für Vorgesetzte. Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der 2. Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella Corporation, Wartungsabteilung. Also wir sehen, der ganze Zug gehört zur Umbrella, ja, Umbrella Corporation. Es ist also nicht traurig um die, die hier drauf gegangen sind. Die haben es auch irgendwo verdient. Na dann schauen wir mal, was uns da oben erwartet. Ich habe kein gutes Gefühl. Oh shit, da sacken die Frames in den Keller, wenn es hier ein bisschen Feuer gibt.
Ich bin etwas langsam unterwegs. Hi. Excuse me, sir. Sir. Nee, danke, nee. Lass mal gehen. Wir können doch einfach wieder runtergehen eigentlich, oder? Wow, was? Was? Hast du gerade auf mich geschossen? Are you okay? Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. Sympathisch. If you find anything, give me a call, all right? Spielhandbuch 2. Figurenwechsel. Sie können zwischen der Steuerung der beiden Hauptfiguren Rebecca und Billy umschalten. Nutzen Sie deren unterschiedliche Fähigkeiten, um im Spiel voranzukommen. Die derzeit gesteuerte Figur wird als Hauptfigur bezeichnet, die andere Figur ist die Partnerfigur. Steuerung der Partnerfigur. Die Partnerfigur bewegt sich im Allgemeinen eigenständig, aber mit R oder im rechten Analogstick können Sie die Partnerfigur auch selbst steuern. Durch Auswahl von Partner auf dem Statusbildschirm können Sie der Partnerfigur Befehle erteilen. Solo, beide Figuren bewegen sich unabhängig voneinander. Team, der Partner bewegt sich gemeinsam mit der Hauptfigur. Angriff, der Partner greift automatisch an. Inaktiv, der Partner greift nicht an. Mit Select wechseln Sie zwischen Solo- und Teamverhalten. Figuren wechseln, drücken Sie auf dem Statusbildschirm Y, um zwischen den Figuren zu wechseln. Sie müssen zwischen den Figuren wechseln, um in bestimmten Situationen voranzukommen. Objekte austauschen. Ist die Partnerfigur in der Nähe, können Sie über den Statusbildschirm Objekte austauschen. Wählen Sie ein Objekt aus dem Objektkasten der Hauptfigur und verwenden Sie den Befehl austauschen. Ja, alles soweit ziemlich logisch eigentlich. Figurenmerkmale. Rebecca. Rebecca zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann Kräuter mischen, schwache Verteidigung, kann mit Hilfe eines Mischsets Chemikalien mischen. Figurenmerkmale. Billy. Billy, ein ehemaliger Marine, zeichnet sich durch folgende Merkmale aus. Kann keine Kräuter mischen, kampfstark, kann große Objekte verschieben. Angriffe auf die Partnerfigur. Sowohl die Haupt- als auch die Partnerfigur sterben, wenn sie zu viel Schaden nehmen. Daher sollten sie den Zustand der Figuren stets im Auge behalten. Wird ein Partner in einem anderen Raum angegriffen, fordert er per Funkgerät Hilfe an. Sie sollten sich dann so schnell wie möglich zu ihrem Partner begeben. Na toll. Zusammenarbeit mit dem Partner. Einige Rätsel können nicht von einer Figur alleine gelöst werden. Wenn sie nicht weiterkommen, sollten sie prüfen, ob ihr Partner helfen kann. Super. Okay, ich bin mal gespannt, wie das läuft. Bin mir da momentan noch nicht so ganz sicher und die Frames in dem Raum sind nicht besser geworden, Alter. Das Feuer scheint meinem Computer echt zu schaffen zu machen. Auf der Theke liegen lauter Zettel mit Bestellungen. Super, super.
Ja, ich bin gar nicht langsam. Ach. Ist das so schlimm, das Feuer, Mensch? Also irgendwas stimmt mit der Art und Weise nicht, wie das Spiel die Grafik hier handhabt. Habe ich das Gefühl. Da ist eine Leiter. Sie scheint aufs Dach zu führen. Leiter hochklettern? Noch nicht, noch nicht. Können wir uns gleich anschauen. Ich mag erst noch ein bisschen zeitlupenmäßig durch die Gegend huschen. Ich muss ja sagen, Rebecca war jetzt nicht so schlau, an den alten Mann ranzugehen, denn mittlerweile sollte sie mitgekriegt haben, in diesem Zug ist es... Ich wechsle mal auf Billy. Ist es wahrscheinlicher, dass die Leute tot sind, als dass sie noch leben. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, wenn das so ist, dann werden wir mal... Was hat Billy eigentlich bei sich? Nein, ich wollte gar nicht wechseln, verdammt. Nochmal zurück. Interessanter Wechselbildschirm. So, ich wollte eigentlich schauen, was Billy so bei sich trägt. Feuerzeug, aha. Ja, und ansonsten Standardausrüstung im Prinzip. Gut, das sollte machbar sein. Mit ihm klarzukommen. Ich werde das mal mit ihm spielen, denn er hält einfach mehr aus, das ist die Sache. So, dann werden wir auch mal mit Billy aufs Dach gehen. Schauen wir doch mal. Erstmal raus aus dem Feuer. Das kann nicht schaden. Ach du Schande. Ihr legt es aber auch drauf an, dass hier das Spiel mir Probleme bereitet mit der Grafik, oder? So, schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Wenn wir hier überhaupt irgendwo hinkommen mit dem Sturm. Eieieiei, was ist denn das für ein Schundwetter? Falls ihr euch wundert, ich kann nicht schneller. Aber gut, wenn man sich den Sturm da so anschaut, den Fahrtwind, ist es kein Wunder. Das sieht kaputt aus. Ich schaue es mir erstmal an, bevor ich ins Loch hüpfe. Was haben wir denn da? Die Stromkabel wurden herausgezogen. Kabel wieder einstecken? Ja, bitte. Wenn es so einfach ist. Ah, sieh mal an. Crap! Was war das denn?